Zuerst habe ich die Fläche der Gemeinde für die Wildblumenwiese umgegraben und heute nehme ich euch mit, welche Blüten ich da aussehen möchte. Habe schon das Feld fertig umgegraben und jetzt zeige ich euch einfach so eine kleine Mischung bzw. Saaten, die ich verwenden werde, um eine Wildblumenwiese anzulegen. Werde ich dann hier in dieser Schüssel zusammensammeln und so eine eigene kleine Mischung machen. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und dann fangen wir gleich mal an, ohne lang zu fackeln. Habe ich hier jetzt zum Beispiel verschiedene Ringelblumen. Die habe ich von einer Freundin bekommen. Die wohnt nämlich in Ingolstadt und das sind Ringelblumen vom Roten Turm. Das ist so ein Platz in Ingolstadt und die hat sie mir mal geschenkt, als ich hier letztes Jahr Tomaten gegeben habe. Die werde ich dann in die Schüssel mit rein tun, also Ringelblumen, ganz klar. Sollten auch nur leicht angedrückt werden, sind auch so Lichtkeimer. Was ich dann noch habe, sind verschiedene essbare Blüten. Die habe ich von der Garteneinkochfee bekommen, weil ich beim Garten-YouTuber Adventskalender mitgemacht habe. Und da habe ich gewonnen und sie hat mir verschiedene Saaten geschenkt oder geschickt. Darunter waren auch essbare Blüten. Kommt auch mit dazu. Dann habe ich hier noch Bartnelken von 2017. Die habe ich mir von der Tauschbörse mal ertauscht. Weiß nicht, wie sie ausschauen. Nehme ich jetzt das erste Mal. Werde ich auch mal probieren. Dann habe ich hier eine Pflanze, die ich jetzt nicht ganz so gut kenne. Die heißt Schwefelkosmea. Da habe ich auch noch ein paar Sämchen. Hier hinten ist jetzt zum Beispiel ein Bild. Und die möchte ich da auch versuchen anzusiedeln. Weiß nicht, ob sie mehrjährig oder einjährig ist. Ist mir eigentlich relativ egal. Dann habe ich hier noch Ringelblumenmix vom letzten Jahr noch, wo ich eine kleine Wildblumenwiese unten auf dem Feld angelegt habe. Wie gesagt, Ringelblumen sind schön, sind wunderbar für die Biene. Kann man auch wieder ganz gut verwenden. Dann habe ich hier eine Saatgutmischung von uns aus dem Dorf, weil am 15. März waren ja Landkreiswahlen, beziehungsweise diese ganzen Bezirkswahlen, Kommunalwahlen in ganz Bayern. Da hat unsere Gemeinde, also beziehungsweise die Freien Wähler, haben Saatgutmischungen verteilt an die Leute. Nehme ich auch gerne. Mische ich auch mit runter. Und was ich auch noch letzte Zeit gekauft habe, sind zum Beispiel so Bienen-Happy-Mix heißt es und Wildblumen- und Kräutermischung. Also das sind zum Beispiel jetzt Gänseblümchen. Auf dem Bild sieht man noch ein bisschen Phacelia. Dann Borage sieht man, Löwenzahn, alles mögliche mit dabei. Möchte ich auch mit einarbeiten. Dann ganz klassisch, was mir auch ziemlich gut gefällt, sind Kornblumen. Schöne blaue Blümchen in verschiedenen Mischungen natürlich. Kommen auch mit rein. Da habe ich nochmal Ringelblumen, so Greenheart Orange, die ich auch wieder mit einarbeite. Also ich habe dreimal Ringelblumen, ganz schön viel. Aber ich habe auch eine große Fläche. Auch unten auf dem Feld werde ich hier ein paar ansiedeln und hier nicht nur in der Gemeinde draußen bei der Fläche, sondern auch hier bei uns werde ich zum Beispiel auch Sonnenblumen direkt aussehen, weil die auch ziemlich schön sind, sobald sie auch als Beetumrandung wegen ihren Pfahlwurzeln die Spikekraut zum Beispiel unterdrücken, dann wächst nicht alles ins Beet rein. Und was ich hier auch habe, sind Zinien, die möchte ich auch mit einarbeiten, tue ich auch mal ausprobieren, einfach mal meine eigenen Erfahrungen machen. Dann habe ich hier noch Gründüngung in Kanalklee, also wie gesagt, ich möchte nicht nur Wildblumen reinsetzen, habe ich auch in meinem ersten Video gesagt, ich möchte auch Klee mit einarbeiten, um Humus aufzubauen, weil für mich so diese Magerwiesen
von der Natur entfernt sind. Und die helfen natürlich auch für Bienen und Hummeln, wenn sie jetzt auch die wunderbaren Blumen unterdrücken. Für mich geht es halt mehr oder weniger auch ums Prinzip. Bienen und Hummeln kommen sowieso. Und Humus wird auch aufgebaut und das brauchen wir halt auch für die Zukunft guten Humus aufbauen, weil sonst wird unsere jetzige Situation mit den dürren und ausgelaugten Böden auch nicht besser. Deswegen versuche ich hier so eine kleine Mischung zu machen. Ich muss halt auch irgendwann mal anfangen. Und was ich dann auch noch habe, sind Sonnenblumen. Werde ich auch zum Spaß mit einarbeiten, auch wenn sie ein bisschen anspruchsvolleren Boden benötigen. Wie gesagt, ich werde alles hier so zusammenmischen und dann auf die, ja, vielleicht hier einarbeiten. Also ich werde ein bisschen Erde zurücklegen und die ganz leicht mit Erde bedecken. Also man sollte sie halt auch nur andrücken, weil man kann sie auch direkt einwerfen. Aber da habe ich ein bisschen Angst, dass vielleicht Vögel ein bisschen was wegpicken. Und deswegen werde ich dann noch ein bisschen Erde drüber streuen und dann mal schauen, was alles aufgehen wird. Und ja, das ist jetzt so mein Vorhaben. Mal sehen, was draus wird, ob da wunderbare Blüten kommen. Das werden wir dann in den nächsten Monaten sehen. Aber wie gesagt, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Gerne könnt ihr dem Video einen Daumen nach oben geben und meinen Kanal auch kostenlos abonnieren. Und bitte nicht vergessen, auch die Glocke zu drücken. Dann werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Auch bezüglich der Wildblumenwiese, wie es da, damit vorangeht. Und sonst wünsche ich euch noch schöne, wunderbare Tage. Frühling, Jungpflanzenanzucht. Ja, bald gibt es wieder was Schönes zu ernten und ich wünsche euch dabei sehr viel Spaß, Freude und Harmonie. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.